Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Fabela TV Geschichten und Spiele. Hier ist Fabian und wer sich jetzt wundert, hallo, wir haben doch noch gar nicht 20 Uhr, hat sich der Fabian etwa bei der Veröffentlichung des Videos vertan und mal wieder die falsche Zeit eingestellt? Nein, denn heute gibt es etwas Besonderes, denn dieses Video ist zusammen mit Easy Pandi und Javequo entstanden, welche beide auch super coole und gruselige Chatgeschichten machen. Also schaut auch mal bei denen vorbei, abonniert deren Kanal und schlagt deren Like-Buttons grün und blau. Die Links gibt es hier oben in der Ecke des Videos sowie unten in der Beschreibung. Und da das hier eine Gemeinschaftsgeschichte ist, könnt ihr Folge 1 bei Easy Pandi sehen und Folge 2 bei Javequo. Ihr könnt hier einfach oben klicken und landet direkt bei den entsprechenden Videos. Wer nicht direkt beim finalen Teil hier einsteigen möchte, sollte also vielleicht erst einmal bei Easy Pandi und Javequo vorbeischauen. Und jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen und wünsche euch viel Spaß mit der Geschichte. Wie? Warte, ich habe die Polizei noch in der Leitung. Ich sage kurz Bescheid. Warum sehen die mich nicht? Die laufen direkt am Taxi vorbei. Ellie, die Polizei sagt, da ist nirgendwo ein Taxi in der Straße. Natürlich, ich bin hier direkt am Straßenrand. Und die laufen vorbei, als ob ich und das Auto unsichtbar wären. Was ist das für eine Scheiße? Leo, bist du schon dort angekommen? Ja, bin jetzt da. Ich sehe die Polizisten hier alles absuchen. Aber ich sehe auch nirgends ein Taxi. Leo, du bist 10 Meter von mir entfernt. Ich sehe dich von hier und klopf die Blöde gegen die Scheibe. Ellie, hier ist nichts. Atme einmal tief durch und versuch dich zu beruhigen. Es muss dafür eine logische Erklärung geben. Leckt mich doch! Denkt ihr, ich bin bescheuert? Was soll das? Steck dir mit dem Taxifahrer unter einer Decke. Ja, genau. Und mit der Polizei auch noch. Versuch runterzukommen, wir wollen dir helfen. Du bist unsere Freundin. Warum fährt die Polizei jetzt wieder weg? Weil hier niemand ist, Ellie. Schau doch hier. Was? Nein, aber... Das Taxi steht dort, direkt neben dieser Laterne. Und ich sitze drin. Bitte glaubt mir doch. Was ist das? Was hat der Kerl mit mir gemacht? Leo, du bist dir sicher? Wie soll das möglich sein? Ja, bin ich. Ich verstehe es doch auch nicht. Ellie, kannst du die Scheibe des Wagens einschlagen und da rausklettern? Versuche ich die ganze Zeit, aber es geht nicht. Das scheint so stabil wie Beton. Was sollen wir jetzt machen? Fuck! Ich weiß es nicht. Oh nein! Der Fahrer kommt zurück. Helft mir! Wo ist er, Ellie? Hier ist niemand zu sehen. Was macht er? Er sitzt einfach auf dem Fahrersitz und starrt aus dem Fenster. Oh mein Gott, jetzt hat er sich zu mir gedreht. Er kennt meinen Namen. Woher weiß er, wie ich heiße? Ist da irgendwas im Auto, womit du dich wehren kannst? Nein. Leute, sie konnten dein Handy orten.
Wo? Wo wurde es geortet? Ich verstehe das nicht. Sie sagen, es wurde irgendwo in Litauen geortet. Wieso Litauen? Was zur Hölle? Ich verstehe gar nichts mehr. Ellie, bist du noch da? Allison! Bitte antworte! Er sagt, ich bin einer der Auserwählten. Einer der Auserwählten? Wofür? Was tut dieser Miskel dir an? Er sagt, die Menschheit, wie wir sie kennen, wird nicht mehr lange existieren. Das Ende der Welt steht kurz bevor. Ich soll helfen, die Menschheit neu aufzubauen. Ein Neuanfang auf einem neuen Planeten. Was redest du da? Ellie! Leute, ich habe gerade versucht, sie anzurufen. Es kommt die Meldung, dass die Nummer nicht mehr vergeben ist. Liebe Zuschauer, das war jetzt also verstörende Taxifahrt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Es war unser erstes Gemeinschaftsprojekt. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, bitte stimmt auch mal hier oben bei der Umfrage ab. Ich persönlich könnte mir nämlich auch ganz gut eine Fortsetzung dieser Geschichte vorstellen. Ich möchte mich auf jeden Fall nochmal ganz herzlich bei Easy, Pandi und Javequo bedanken. Hat super Spaß gemacht mit euch und die Zusammenarbeit war auch total unkompliziert und cool. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir mal wieder was gemeinsam machen würden. Und liebe Zuschauer, wer von euch Easy Pandi und Javequo noch nicht kennt, schaut auch mal bei denen vorbei und abonniert deren Kanäle. Die machen ganz tolle Geschichten. Und wer diesen Kanal hier, Fabela TV Geschichten und Spiele, noch nicht kennt, ich bringe jeden Tag um 20 Uhr neue Videos. Würde mich freuen, wenn ihr auch hier regelmäßig vorbeischaut. Wir haben nämlich auch eine ganz tolle und sehr herzliche Community hier. Das war's von mir, macht's gut und bis bald, euer Fabian.